Willkommen zur weiteren Folge Empyrean Galactic Survival mit am Start der Roro. Ja, Hallöchen. Und der Fonda. Hi. Wir waren jetzt mal kurz offscreen hier an unserem Schiff und haben die ganze Fracht da erstmal reingelegt. Ja. Jetzt wollen wir nochmal zu dem Wrack, sag ich mal, hinfliegen. Dedius? Ja, du musst erstmal ein bisschen geradeaus fliegen. Ist das Ding schon wieder verschwunden? Was? Das ist das zweite Mal. Ja. Das ist einfach so, zack, Verschwindibus macht. Ja. Komisch. Die Station ist noch da unten. Also muss ja. Ja, die haben wir ja auch noch nicht angegriffen. Ja. Wir können aber da dran vorbeiziehen, vielleicht schießt die gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Sollte die doch schießen, bist du auf jeden Fall mit dem Helikon wendiger und schneller weg. Auf jeden Fall. Aber das ist ja ein Handelsposten und keine Kampfbasis. Oh, theoretisch sollte er nicht schießen. Theoretisch. Ja, sonst hätte der schon längst geschossen. Schauen wir so. Aber eigentlich nur. Cool das sieht's aus, Kanone. Das Ding. Das Ding sieht ja mal cool aus. Hat sogar einen Hangar, da könnten wir vielleicht reinfliegen. Ja, wenn einer von euch aussteigt und die Tür aufmacht. Bleibst du stehen, dann mach ich's. Warte. Jetpack ist schon wieder aus. Mach mal an. Sesam, öffne dich. Oh. Woho! Hier gibt's sogar Schwerkraft. Cool. Aber ich könnte die Kisten nie looten. Ja, weil es ja auch Handelsstation ist. Bleib stehen. Alter. Schicke Container. Auch, ja. Ich bleib hier hängen. Wieso? Die Luftschleuse ist ja mal geil gemacht hier. Autsch. Das war eine harte Landung jetzt bei mir. Auch hier. Hangar Station? Airlock. Hangar Station. Wow! Okay. Orangen. Honig. Hä? Wo seid denn ihr? Geh mal hier lang. Ich hab hier Ausgänge. Ich hab's Klo gefunden, wenn jemand von euch mal muss. Nein. Zu spät. Hast den Anzug schon wieder gemacht? Ei. Das ist ein Filtersystem, das kann man hinterher trinken. Meinst du? Ja, das war da aus Iron Man. Iron Man 2. Du hast in deinen Anzug gepinkelt. Sag mal, das ist ein Filtersystem drin, das kann man hinterher trinken. Ganz eiskalt. Toll. Aber man hat ja auf nichts irgendwie Zugriff, ne? Hä, wo seid denn ihr? Falsche Fraktionen. Oder kein Kern vorhanden. Ja. Kern ist auf jeden Fall vorhanden, aber. Was ist ja das kein Strom? Hier. Oh, sieht ja mal mega geil aus. Toll, so voller Einrichtung, ne? Oh ja. Wo seid denn ihr nur? Ich hab den Panda jetzt schon ein paar Mal getroffen. Hier kann ich drauf handen zugreifen. Wieso ist mein Chatpack? Ja, das konnte ich kaufen. Ups. Angebot erstellt. Oh, das Ding ist bestimmt für große Multiplayer-Server gedacht, denke ich mal. Naja, Moment mal. Angebot erstellen. Alter, wie geht's hier lang? Schon cool, das Ding. Ja, jetzt wird es schon wieder raus. Ach, dafür braucht man also die Credits. Verstehe. Oh, das hier muss die Kantine sein. Cool. Man hört ein Rohre überall rumwuseln. Ja, ich bin hier immer noch im Hangar, aber... Wo seid ihr? Wie immer noch im Hangar? Da links und rechts sind Aufzüge, die musst du benutzen. Ach, das ist ein Typ. Nee, sind das die?
Oh, war ich hier schon? Okay. Ja, hier war ich schon. War ich hier schon? Deck Nummer 1. Könnte sein, aber der Raum sieht gleich aus wie der andere. Gegenstand, Einzelpaus zu verkaufen. Das ist ein Sonnendeck oder was? Nix. Seid ihr jetzt oder bin ich ja verkehrt? Station. Ob du verkehrt bist oder nicht, zeig dir gleich. Das ich möchte ein Getränk haben, bitte. Ich bin in der Bar. War klar, nur am Saufen. Hier bleibe ich, aber hier ist keiner. Schade. Nein, Wander. Ja, die Lücke aufgehört. Also, die haben nichts zu verkaufen. Oh, shit. Da war ja kein Boden mehr. Wo ist denn jetzt die Tür? Hier ist die Tür. Es sind so viele Türen, das Problem ist welche. Ah, Etage 2. Fliege ich mal zur Etage 2. Ihr wisst, was in diesen Containern hier drin ist. Oder? Ah, das würde ich auch gerne wissen. Und dafür müssen wir den Kern finden. Und den Kern müssen wir zerstören. Wo ist der Kern? Das weiß ich nicht. Smoker! Das schießt hier. Bin ich. Warum? Die Scheibe will nicht kaputt gehen. Auf was schießt denn ihr? Ich hab da was gefunden. Was hast du gefunden? Aber nur von außen. Aber ich krieg die Scheibe nicht kaputt. Ja, ich wüsste wo. Ja, von außen. Leute. Wie außen? Ganz außen. Hier piept was. Ja. Was? Wo bist denn du? Was hat denn jetzt was oben hat geschossen? Was wo ich bist denn du? Ich bin jetzt wieder drinne. Oh, irgendwas hat geschossen. Ja, irgendwas hat geschossen. Das war ich habe eine Bombe gelegt. Oh, Leute. Und wo ist das jetzt, was du von außen sehen wolltest? Treffen wir uns am Pelikan. Oh, Leute. Ah, wie Ausgang oder was? Hey. Ah, nee. Nee, A wie verarsche. Nee, hier sind Pflanzen. Oh, und jetzt? Ach, da bist du. Pflanzen sind hier. Womit? Da bin ich gerade hergekommen, du Scherzkeks. Läuft bei dir. Kühlschrank. Scheiße. Wenn du mal hier guckst, das sieht aus wie der Maschinenraum hier. Da wollte ich rein. Oh ja, 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 Moment. Pioniersprengladung. Ich bin jetzt ein Hangar. Wo seid ihr? Wollte gerade sagen, ist das ein Blindgänger? Ich höre es immer nur knallen. Ja, was? Wie viel hast du von den Dingern mit? Fünfe. Wo seid denn ihr? Wenn du beim Pelikan bist, hast du doch eine offene Tür. Ja, da bin ich jetzt durchgeflogen. Riesengroße, da gehst du raus und links rum. Wenn ich rausgehe links oder von, wenn ich einkuppe die Tür links? Und wenn du rausgehst? Ist sie jetzt offen? Immer noch nicht? Alter! Da muss es ja irgendwie dann einen Weg von innen nach dahin geben. Da seid ihr. Oh, Maja! Wir haben auf jeden Fall eine Luftschleuse. Oh, wieder laufen. Was macht die Tür zu? Lass mal die Tür offen. Leute! Wo bin ich denn jetzt? Oh, kämpft mit den Türen. Wo seid ihr jetzt? Oh, Leute! Ich bin so ein Doofmann. Ich war hier gerade schon mal und ich hab das hier nicht gesehen. Echt? Wo seid denn ihr? Seid ihr gerade aus oder links oder rechts? Wir sind drunter. Wieso seid ihr drunter, wenn ihr durch die Tür geht? Generator. Was? In welcher Ebene bist du jetzt? Und hier ist der Kern. Ich hab den Kern. Bei D? Ich sehe ja nix. Alter. Seid ihr da drunter? Der hält aber eine Menge aus. Ist das so gewollt? Muss das so?
Keine Ahnung. Wie seid ihr da runtergekommen? Mit dem Aufzug? Achso, ganz runter. Da war ich da auch schon. Warum hast du dann nicht gesagt, dass hier der Kern ist? Wo ist hier der Kern? Wenn du sagst, du warst schon ganz unten? Der war schon wieder so besoffen, dass er das verpeilt hat, wetten? Ich bin jetzt im Pflanzenabteil. Ja, und da gibt's noch einen Vorstuhl, der geht noch weiter runter. Noch weiter runter. Ja, du musst zu... Ja, ja nicht weiter runter. Doch. Ich glaube, die Station hier ist nicht zerstörbar. Weil normalerweise hält der Kern nicht so lange. Hier gibt's doch nur zwei Vorstühle. Ich denke, du bist bei den Pflanzen? Ja, ich bin bei den Pflanzen. Ach, ja, da! Ja. Oh, die Mitte. Gut, okay. Weißt du wirklich, dass das unzerstörbar ist? So richtig unkaputtbar? Ja, ja, so richtig, richtig unkaputtbar. Oder hält das nur ein bisschen mehr aus bei einem Schiff? Glaube ich nicht. Weil die Kerne, die sind meistens... Ich wollte gerade zeigen ihm den Kern. Drück ihm mit der Nase drauf. Was? Ah! Ich hoffe, das war deutlich, dass da der Kern ist. Was denkst du, auf was ich lese? Sprengstoff. Bringt nichts. Nee. Wir haben gerade, er hat gerade mit Raketenwerfern und allem drauf geschossen. Raketenwerfer habe ich auch schon. Oh. Ja. Welche Ebene war das jetzt? Hier ist Rohre. Ja, ich hab doch gerade den Sprengstoff gemacht. Ach, du warst das? Ja. Schade, dass man hier nichts plündern kann. Schade. Ein bisschen Piraterie hat schon Spaß gemacht. Ein bisschen? Also ich geh jetzt wieder hoch. Was war hier auf der E-Seite? Ich bin schon wieder am Pelikan. Ups. Oh, nicht echt. Schwerkraftgenerator. Krankenstation. Okay. Also das passiert übrigens, wenn man zwei von den Toren übereinander setzt, dann werden die gekoppelt sozusagen. Funktioniert glaube ich auch mit diesen ganz großen hier. Okay. Das sind aber mega groß, die Dinger. Ja, stell dir mal vor, du hast zwei davon. Schon heftig. Kannst du ein ganzes Hangardeck mit abdecken. Da kannst du ordentlich was mehr anstellen. Der Hangar hier ist doch so groß, da dürfte sogar unser großes Schiff reinpassen. Ja. Bauen oder bohren in der Nähe einer feindlichen Basis nicht möglich. Mann, okay. Leg mich doch am Arsch. Ja, zieh mal ab, oder? Ja. Nö, genau. Wir haben ja schon alles geholt, was es zu holen gab. Alle drin, alle dran, alle drum? Ich bin drin. Hallo, ist grün. Naja. Aber das andere Schiff ist immer noch nicht aufgetaucht. Ist das da hinten Akua? Hinten da rechts ganz, ganz von unserem Schiff? Ja, könnte sein. Ups. Eine Menge Planeten. Aber wir können ja erstmal dann auf welchen fliegt man? Auf dem Mond erstmal oder richtig hin? Na schon, sagen wir auf den russischen Planeten auch schon, okay. Das ist noch ein bisschen runter. Jetzt. Angetalkt. So. Ja.
Hey! Du, boah, die Tür. So, sitzen alle? Nein. Ich wollte erstmal den Pelikan nochmal ausräumen. Hä? Hey, da ist doch wohl nichts mehr drin. So, der war da leer, oder? Oder nicht? Hatten wir da nicht noch was reingetan? Nö, was würdest du denn reintan, wenn du nicht nüten konntest? Ich habe ja bei den Früchten da noch ein bisschen was abgesahnt. Okay. Dann sollten wir die noch holen. Ja, nur am Fressen. Ja, ich musste auch mal was essen. Ist jetzt alles leer oder nicht? Ich bin jetzt am Pelikan. Ja. Gut, also jetzt. Jetzt bin ich im Cockpit, ey. Du bist mir eine Marke. Läuft bei uns. Du bist ein Typ, ey. Ja, ich wusste nicht, dass du da irgendwas noch looten konntest. Ich hab doch gesagt, hier gibt's jede Menge Pflanzen, die man looten kann. Ja, und wo? Jedenfalls jetzt hier. Ja, ich war dann da, aber ich konnte nicht mal looten. War alles schon weg. Da war ja auch alles schon abgeernt. Ich war ja mal wieder schneller als wie du. Ja, ich muss ja erstmal finden, wo Warp-Board oder sei. Wollten wir jetzt nochmal durch das Asteroidenfeld durch, oder? Wollten wir ja eigentlich, ja. Und dann haben wir ja das Raumschiff da. Durch das Asteroidenfeld, und dann kann man uns ja der Frachter dazwischen. Ja. Also nochmal hier durchfliegen. Ja, vielleicht ist ja hier was drinne. Ja, da ist irgendwas. Oh, da ist eine Station, ja. Oder? Ja. Ist das eine Station? Ich denke mal, die ist feindlich. Würde ich auch vermuten. Flieg erstmal näher ran, dann können wir das vielleicht gucken. Da ist auf jeden Fall ein Satium-Asteroid, als wenn wir davon nicht schon genug hätten. So, was haben wir denn da? Shipyard. Freund oder Feind? Ja, Shipyard ist eigentlich rot. Freund. Flieg mal hin. Warte mal. Ich glaube, die schießt nicht. Warte mal. Was denn? Aber unsere Geschütze würden wahrscheinlich drauf schießen. Deswegen nehme ich jetzt den Pelikan und gehe mal scouten. Dann gehen wir gucken. Bist du noch oben oder schon losgeflogen? Ja, schon losgeflogen. Schade. Das guck ich mir vom Cockpit aus an. Ich guck's mir gerade von der Außenperspektive an. Alter! Was? Und? Wow! Sag doch mal. Du? Was? Der schießt, oder? Ja, die schießen. Aber die warten auch schön, bis man mitten in ihrem Feuerradius ist, sodass sie einfach treffen müssen. Oh. Puh. Also fliegt man da nicht hin. Na, ja, ich habe da keine große Wendemöglichkeit mit dem Schiff. Das ja, deswegen, ja. Ich hätte da eine Idee. Wie? Einfach so dran vorbeifliegen. So wie ich das jetzt mache. Da. Einfach dran vorbeifliegen. Mit, dann schießen mit der Oberseite zugewandt. Dann schießen die Geschütze drauf. Und du kannst einfach vorbeifliegen. Mit Vollgas. Ich bin aber nie so wendig da mit dem Chef hier, ne? So wie du mit dem Pelikan. Flieg einfach geradeaus. Einfach mit Vollgas dran vorbeifliegen. So gut zielen die nicht. Müsst ihr da noch mit an Bord? Außerdem schießen die ja gerade auf mich. Ich flieg ja hier rum, hier durch die Gegend. Okay, Horror, du übernimmst jetzt das Flakgeschütz. Ja, warte. Lass das Flakgeschütz lieber automatisch schießen. Meinst du? Aber so können wir auf die Waffen schießen. Genau, deswegen ja. Ui, oh, wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Oh, Scheibe ist gesplittert! Alter, die Scheibe ist gesplittert! Echt? Ja. Ich glaube, die ist sogar hinüber. Ja. Oder? Bist du dran vorbei? Ja. Wir haben die Scheibe voll erwischt. Also eine Scheibe ist weg und eine ist gesplittert. Oh, eine doofe Idee. Ich komm zu euch. Warte, bleib mal stehen, beweg dich nicht. Ich setz. Vielleicht müssen wir uns doch ein richtiges Angriffsschiff bauen. Ja.
Ja, das hier ist ja für sowas eine Uni gemacht, ne? Ich denke mal, unten ist das weg. Eigentlich nicht. Nee, unten die Scheibe ist noch ganz, es ist nur oben. Aber links. Links? Ja. Ach so, hier. Links und alles ist gesplittert. Oh, ich komme nicht hoch. Haben wir ein Reparaturtool? Nee, ne? Ja, Multifunktionswerkzeug ja. Haben wir. Oh, ich habe keine Munition. Keine Munition. Hat einer Munition? Oder? Also, wir können den auch bauen. Oder hat schon einer? Ja, hab. Gut. Sieht nicht. Ja, also ein paar Prozent hat ich der, der Pelican schon abgekriegt, aber er ist auf jeden Fall noch mehr flugfähig als alles andere. Die Scheibe würde sich aber nicht reparieren lassen. Und dafür, dass ich den Shipyard gerade komplett gerammt habe, ist das eigentlich noch ganz gut. Haben wir noch irgendwo Multiladung? Nee, was brauchen die? Multiladung, ja? Multiladungen habe ich, glaube ich, hier im Pelican. Und sonst klingt doch nicht so hoch, Mann. Welche bauen? Die haben genau aufs Cockpit geschossen, ne? Ja, die wissen schon, wo. Wie ist das machen? Weil soweit ist alles ganz. Also gibt's nichts zu reparieren, außer vorne am Cockpit. Und die Scheiben lassen sich irgendwie nicht ganz machen. Warte mal. Bohrer, Multiladung. Aber war mal wieder die klassische Verarsche von dem Scheiß, von dem Apparat, ne? Wird nicht als Feind angezeigt, lässt mich rankommen und wenn ich direkt neben ihm bin, dann fängt er an zu schießen. War da irgendwo klar, eine Base, die sich da in einem Asteroidengürtel versteckt, die kann nur feindlich sein. Ich krieg die Scheibe nie repariert. Der wollte die bei mir nicht anvisieren. Okay. Von außen hast du jetzt gemacht, oder wie? Ja, von innen ging's nicht. Ich dachte, versuch ich mal von außen. Ging aber ohne. Jetzt müssen wir nur noch eine Scheibe wieder reinsetzen. Wo ist denn hier eine weg? Rechts? Ach, hier? Links. Scheint aber sonst alles wieder in Ordnung zu sein, oder? Na, ja, also... Konstruktor hat's erwischt, wie das? Aber bestimmt, weil ich schon außerdem mit drauf geschossen habe. Das kann sein. Wo ich was essen wollte. Wirklich. So, ab und zu geht der Kühlschrank hat auch ein Einschussloch abgekriegt. Echt? Ab und zu, also ich bin gerade. Ich bin gerade hier außen und repariere so den Rumpf von dem Schiff. Also von unserem Schiff, weil das ist, irgendwo ist immer noch ein bisschen was. 250, 500. Hat wahrscheinlich Splitterschaden abgekriegt oder so. Ja, das ist schon heftig gewesen. Hat aber ganz schön was verbraucht. Oh. Unser kleines hat aber auch ganz schön. Der Pelican meinst du? Mhm. Ja, ja. Ich bin gerade. Der hat ja gerade vollen Treppen. Der hat ja gerade am Heck einen totalen Volltreffer abgekriegt. Ich repariere. Oh, hier war er fast ganz weg. Ups. Ja, wir müssen dem mal einen Reparaturblock spendieren, dem Pelican, damit er sich selbst repariert. Kommen wir ja erst, wenn wir dieses bestimmte Erz haben. Mit einer der Gründe, warum wir überhaupt losziehen. Ja. Kann man eigentlich so einen Reparaturblock auch hier platzieren? Ja. Ja. Cool. Den muss man sogar an die Schiffe platzieren. Ja, ganz an der Station. Oder? Ja, dann repariert sich nur die Station. Nee, muss der nicht dahin. Der Block repariert das, woran er montiert ist. Ja, gerade wenn es jetzt sowas angreifen will, weißt du? Nee, glaube, ich weiß nicht. Ja, wir können es dann austesten. Blau, also sieht schon mal gut aus. Hier war noch was. Also nochmal willst du die Dorf. Es sind da Blöcke dabei, die sind ganz schön beschädigt. Aber hier unten, wir müssten mal den ein bisschen hochfliegen. Weil wir müssen den wahrscheinlich mal unten noch ziemlich beschädigt ist.
Ich vermute mal, wir müssen auch die Seitenteile öffnen, damit wir an die Treibstofftanks rankommen. Weil einer von denen ist bei 88%. Wenn der kaputt geht, explodiert er. Wo sind denn die überhaupt? Wahrscheinlich in den Seiten irgendwo eingebaut. Warte mal, Treibstoff? Nee, ich glaube, von innen kommst du daran. Ich habe nämlich immer, jedes Mal, wo ich mich hingesetzt habe, hatte ich Treibstofftank angezeigt. Wie bauen wir denn jetzt eine Scheibe? Im Konstruktor? Ja. Brauchst du da Sand oder sowas? Keine Ahnung. Es sind auch immer noch ein paar Teile hier, die noch ein bisschen beschädigt sind. Ah. Meine Multiladung ist leer. Echt? Oh, meine ist auch fast leer. Aber ich habe noch zwei. So, jetzt fliege ich mal hier rein und gucke mal, glaube ich, kannst du nicht von drinnen. Da. Hier im Pelican sind noch welche. War ich ja nicht. Hatte ich ja extra. Hier vorne über der Munitionskiste. Fensterblock L. Hier. Andere Seite. Ich brauche da keine Multiladung. Du? Ja. Ja, dahinter, hinter dem Sitz. Glaube. Wo kommst du nicht ran, ey? Tatsächlich, da sind sie. Na? Warte mal, ich hab da was. Oh. Jetzt dreh dich doch jetzt mal. Jetzt hast du alles gemacht. Ja, weil ich nicht weiß, was wohinter sitzt. War das jetzt eine falsche Scheibe? Du vielleicht? Du hast doch zwei, ja. Ah, guck mal. Ja, ja. Ah. Oh, die sind noch in Ordnung. Trotzdem mache ich das hier auf, damit wir da dran kommen. Die kann man ja davor die Sitze wieder hinmachen, oder? Lass mal das so offen, da kommen wir vielleicht wieder rein, oder? Oder wie meinst du das? Oh, wir sind bei Überlänge. Oh, schon wieder. Aber jo. Krasse Überlänge. Ach, das anders, ich. Leute. Ja, diesmal schon. Oh. Platziere die Sitze ein bisschen anders. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, Dame oder Abo da alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Extrem Überlänge. Ja. Yeah.